Hallo zusammen, heute wagen wir uns in den Dschungel, in den ganz gefährlichen Dschungel. Und das mache ich natürlich nicht alleine, denn Super Chris ist auch wieder mit dabei. Hallo. Da ist er, ganz genau. Also, stürzen wir uns rein. Gefährlicher Dschungel, sagt. Ja, die Einführung. Ich zittere. Du musst die Einführung abschließen, bevor du ein Storyspiel hosten kannst. Was? Das ist eine Scheiß. Einführung. Achso, also das so, da gibt es eine Einführung. Und die muss ich alleine spielen, oder was? Ich denke doch. Oh, das ist ja beschissen. Okay. Ich lasse nebenbei auch laufen. Ey, du hast ein ganz anderes Bild als ich. Okay. Ein schöneres? Eine Brücke, die kaputt ist. Das lädt gerade, oder? Tag 1. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Naja, bisschen warm. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Achso, hier wird dem dann so ein bisschen die Steuerung erklärt, ja? Ich denke mal, dass das einfach ein bisschen Tutorial ist, ja. Damit du weißt, was überhaupt los hier. Ja. Just go ahead. I need to find something in my backpack. Mhm. Die kommt also nicht mit. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Oh, sie ist voll der Besserwisser. Finde ein Lager. Aber hübsch, ja. Mhm. Echt hübsch. Hier gibt es zwei Wege, oder? Kann man auch springen? Ja. Alles ein bisschen realistischer, ne, als bei Rift. Ja. Oh, have you tied down the boat? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back. Oh, da ist ja das Lager schon. Oder? Yeah, I feel you. Oh mein Gott, da war ein Leon. Place is beautiful. Den hab ich auch gehabt. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jawahaka village. Was für Riesenleguane. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Sales, Dr. Sales. The sales, Dr. Sales, dip, dip, dip. Okay. Found the tent. Is everything all right? Ja, ist alles super hier. A2. Gerade. Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfekto, okay. Tag 2. Bist du auch schon Tag 2? Mhm. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic can be. Use your imagination. Ich habe mich ganz seit gewundert, wo die erzählt. Hon, get the campfire started, please. War jetzt gar nicht, ja nicht. Ach so. Tag Lagerfeuer anmachen. Tagebuch wählen. Okay. Aber rein. Oh, Solarzellen.
Rein steuerungsmäßig scheint das gleiche zu sein, ne? Ja, wie halt bei jedem Ego-Spiel. Ja, gut. Jetzt hätte ich auch eine Machete. Aha. Block. Left Shift laufen, springen. Wähle einen Ort für ein kleines Feuer. Ist doch nicht. Wo denn hier? Können ja auch den ganzen Dschungel vielleicht im Brand stecken. Ein Ort für ein kleines Feuer. Hier vielleicht. Halte C gedrückt, um das Navigationsrad aufzurufen. Genau. Ah. Jetzt. Erstellen. Feuer. Nee, du musst in dem Tagebuch auf das Feuer klicken. Mach ich deine Tagebuch auf N. N wie Tagebuch. Kannst du auch einfach mit Tab und dann kannst du das auswählen. Das ist Stock. Aha. Hier, guck mal, das war super hier. Okay. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Ich habe ohne die Einführung rausgefunden. Yeah, everything the porters left. Ich glaube nicht. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Und Feuerholzkrieger vermutlich einfach hier. Ja, du musst eben Stöcker und kleine Stöcker sammeln. Kann ich hier das den Baum nicht auch? Jetzt hier, haha. Ein Vogelnest, das brauchen wir auch noch. Seid ihr gleich so wie das. Vogelnest. Holzscheit. Seid ihr riesengroß Holzscheit, ist jetzt okay? Ja, nimm mal bloß die. Versuch mal nur die Stöcker und die kleinen Stöcker zu nehmen. Das reicht für die erste. Wie lasse ich den fallen? Kann ich den auch noch kleiner machen? Stören. Ja, hoch, ja. Okay, steuerungstechnisch springt noch ein bisschen. Ich noch groß. Da, gut. Ja, meins ist fertig. Meins noch nicht. So, du kannst auf den Stock raufhauen, auf den Stamm. Dann wird ein Stock draus und wenn nochmal auch was wären kleine Stöcke draus. Ah, okay. Wow. Der voll. War jetzt noch? Eins von acht Stöckern. Aha. Stock. Ja, ne? Okay, da muss man sich erstmal so ein bisschen wieder anfummeln, ja? Und das Schlimme ist, man sich auch merken muss, wo man lang gelaufen ist. Oh. Finde ich ja ganz schlimm bei dem Spiel. Wird ja genau meins sein. Ja. Stock. Stock. Wie lange braucht man einfach nur so ein dämliches Feuer hinzukriegen? Im Prinzip her brauchst du ja Balle nur ihn. Und die Bäume um und dann kannst du dir dir zurechte basteln. Ja, aber irgendwie hat es nicht erreicht. Also ich kann schon einen Anmacher basteln. Langer Stock. Stock. Da kaputt da den Dings da, also. Warum geht denn das hier nicht? Bin doch letztes Mal. Stock. Hier, Stock oder Feuerbrett oder kleiner Stock hab ich doch. Well, looks like everything's ready. Ja, wir haben Feuer. Mia, can you bring me a lighter? Stock, Stock, warum kann ich keinen Anmacher? Was denn? Was soll remember das? When I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Ist doch irgendwie, ne? Sind weiter, ne? Don't tell me. Schon bisschen, ich wusste ja schon ein bisschen, was zu machen ist. Oh. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way.
Well, not the best start of the expedition. Mhm. Auch kein Feuer. Ein Brett. Hat der Eintrag im Tagebuch an Tagebuch noch Handbohrer? Handbohrer, Stock, euer Feuerbrett. Deiner Stock. Wir haben noch schon something gray. Wieder hin. Guck mal. Achso, du hast jetzt da ein bisschen. Aber da wird ja angezeigt, was du brauchst. Ein Stock und ein Brett. Dann brauchst du, wie gesagt, noch ein Vogelnest oder... Stock oder Feuerbrett. Kleiner Stock. Krieg ich woher? Ein Stock halt jetzt Brett. Das Brett hast du von dem großen Stamm gekriegt. Das hat die, glaube ich, da gesehen bei dir. Das müsstest du in der Tasche haben. Meine Tasche ist mit N. Ab. Da ist ein Stock. Mach mal Feuer. Da oben ist so ein Feuersymbol. Naja. Ne, da hat er den noch nicht. da hat er irgendwie ein Brett drin gepackt, wenn du... Wenn ich ins hätte. Ja. Ich liebe dich. Also das kann man ihr sagen. Achso. Dir. Ich wollte gerade sagen, wow. Ja, krass los jetzt hier. Ich muss nochmal einen Baum umhauen, einen etwas dickeren. Das ist ein zu dünner. Ein zu dünner. Hier, den ganz dicken? Nee. Der ist ein bisschen dolle dick. Stock. Wie viele Stöcke haben wir schon? Das ist ja prima. Ja. Guck mal den mal genau. Das geht ja echt kompliziert los, ey, hier. So, und da war es jetzt ein Holzscheit. Der Holzscheit? Jetzt Brett? Kannst du nochmal auf den. Ja, da haust du nochmal drauf, auf den Holzscheit. Nee, da musst du nochmal raufhauen. Und dann kommt da ein Holzbrett raus. Ah. Jetzt plötzlich. Gut erforderlich. Und jetzt baue ich irgendwie. Euer Brett. Ich baue hier was? Na, auf das die Hand, die da an der Seite ist. Die. Genau da. Jetzt packst du da noch das Feuerbrett dazu. So. Feuerbrett. Stock. Dann stand da bei mir gerade her. Ah, ne, nimm mal den kleinen Stock. Bist du dumm dafür? Nimm mal einen kleinen Stock. Ich hab keinen kleinen Stock. Ich muss nochmal sammeln. Da musst du so einen großen Stock kaputt machen. Mach mal drauf sammeln. Rechtsklick sammeln. Auf den kleinen Stock. Nee, so. Auf den Stock. Auf den normalen Stock einfach rechtsklick und dann sammeln. Ich glaube, er macht da die auch. Oder du sammelst die ein. Was soll ich gerade schon darum legen? Darum zu legen. Oh, ich bin einer schon bei Stock. Tag 3. Handbohrer. Eine Güte. I need to find something dry. Hab doch auch was zu trinken. Denn ich will nicht spoilern, du brauchst noch Zunder. Aber Blätter, glaube ich. Na, entweder sammelst du trockene Blätter ein. Das kriegst du von diesen Büschen, wo braune Blätter dran sind. Sind die noch zu grün, ja? Nee, die nicht. Die nicht. Guck mal hoch. Da ist vor dir so ein Busch. Tutorial hier in der Wildnis. Nee, so ein kleiner Busch. Das ist ein Stein. Da sind braune Blätter dran. Oder du guckst auf den Boden, da sind Vogelnester. Piep, piep, ja, genau piep, in dem, wo du gerade dran gestanden hast. Da? Hier? Oh. Hier? Nein. Hier? Hier. Mach mal jetzt für 5 Sekunden nicht. So, jetzt drehst du dich dann nach links. Und da siehst du so ein Farnbusch, Palmbusch, keine Ahnung. Ja, da sind auch braune Blätter dran und den machst du clean. Ah. Geht ja auch, ja. Also der sieht rein. Nicht so aus. Oh, jetzt genau. Und dann kannst du die trockenen Blätter aufnehmen. Und die kannst du als Zunder benutzen.
Trockenes Blatt. Wow. Oder wie gesagt, Vogelnester einsammeln. Und jetzt können wir die trockenen Blätter damit hinlegen, oder? Das Blatt nehmen. Lege ich das da hin, einfach da, macht er jetzt nicht. Nee, du machst deinen Handbohrer, benutzte. Der war. Nee, das behältst du drinne. Aber Feuer machen. Voll überfordert. Ja. Was ist hier los? Rechtsklick und benutzen. Wo soll denn der sein? Ach, das soll der sein. Der ist doch dann der Rucksack. Soll der sein? Nutzen. Boah. Jetzt? So, und dann, wenn er sich dann da, dann wählst du noch deinen Zünder aus. Und den packst du da auf den Punkt, der da vor dir ist. Ah. Hat er gerade Bitch gesagt? Bestimmt. Jetzt schmeiß ich es da rein, oder? Oh, Skull Painted Warriors. Yeah. Wow. Ich hab ja Bock drauf. The fire is burning. Coming. Give me a minute. Macht sie eigentlich auch was oder macht sie gar nichts? Na, sie hört dir gleich zu. What? You seem so calm. Rufe Mia. Hallo Mia. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders and snakes. Let's not forget the scorpions. Mit dem Walkie-Talkie sieht mir hurts like hell. I am well aware of that. Hat sie mal noch? But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Ach, ich liebe dich. I love you. If I had known where my ambition would lead also, us, sagt er zu ihr. If I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. Entweder muss ich dich noch lauter machen oder das Spiel noch leiser. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich das Spiel leiser, weil ich hab nicht eingestellt. Ich war so wie immer. Okay. I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go. Wenn ich mein Mikro dichter am Mund dran mache, dann hörst du mich atmen. Ja, los, atme mich voll. Oh ja, so schön. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research. Das ist auch noch gleich so ein Mechanik, wie du den kennenlernst. Ich hab die anderen schon wieder vergessen. Tag 3, ja. Yeah. Bist du auch noch Tag 3 oder bist du schon Tag 25 oder so? Ich bin noch Tag 3. Ach so, F kann man hier rückhalten. Verstehe. Ah. Da. Ich suche das Zelt. Ein Schokoriegel. Ein Schokoriegel, noch ein Schokoriegel. Bis später. Ich will den aber jetzt da einsammeln. Recording number one. So, I'm on the expedition with my wife Mia. Oh, die sind verheiratet. Jetzt schon drei Jahre eingesammelt, wir müssen jetzt noch kein Bier. I'll focus on indexing new plant species and Mia. Can you explain what you're gonna do? Well, I'm jetzt müssen wir noch Schokoriegel suchen oder was? Wir sind ja Zwille. Und drei, und der sagt immer, ich will was suchen. Hast du dir das angehört mit ihr? Das lief ja die ganze Zeit. Warten, ja, muss man. Prüft, ob man das wegmachen kann. Notiz. Wine of the Soul. Aha. Liane der Seelen, der Effekt psychedelischer Substanzen hält normalerweise mehr Stunden an. Cool. Kann man sich also berauschen. Ich habe doch jetzt... Was willst du noch? Ich bin im Dorf, melde dich über Funk bei mir, wenn du aufhörst. Scheitert schon am Tutorial. Ich glaube auch. Skull Painted Warriors. Aha. Rufe Mia. Hello.
Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? Was? You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Ich glaube nicht, dass der Dude endet mit den Bäden hier. Naja, wenn ich da schon die Kannibalen sehe, dann kann man sich vorstellen, wird nicht so, wa? An was die Geschichte handeln wird. Ja, kann die wahrscheinlich nicht wiederkommt. Ja, oder noch ein Stückchen. Was willst du noch? Sammle ein Geschenk vom Tisch. Will ich mal essen? Ach so, warum steht nicht da, dass ich jetzt essen soll? Was ist denn ein Geschenk? Die Uhr auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe mal Affen gehört. Oh, eine Uhr. Wie zeige ich dann, ob man Hunger oder Durst hat? Was? Wow. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Wir müssen auf Stress aufpassen? Echt jetzt? Schau auf deine Uhr, F wie Uhr. Aha. Rot ist vermutlich Stress oder Hunger oder blaues Wasser, grün ist. Na, gelb ist Kohlenhydrate. Grün würde ich sagen, ist Wasser. Blau nicht Wasser? Ich kann gerade selbst nicht gucken, weil ich mir ja erzähle hier. Achso. Es wird noch etwas nahrhaft. Ah, Proteinriegel. Nam 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 nam. Das sind alles auch von mir, kriegt nichts mehr ab. Du musst jetzt einen von die essen, sonst geht's nicht weiter. Es gibt nur drei davon. Achso. Die mache ich bestimmt bei Tab und dann bei Essen und dann den klicken und dann auf Essen drücken. Jetzt ist das Rote voll. Hat war das Rote nicht voll? Ist das Rote Hunger? Kann durchaus sein. Hunger, Durst, Schweiß und Kohlenhydrate. Hat Schweiß? Das ist doch nicht, was die Tropfen bedeuten. Oder es regnet gerade, deswegen ist es voll. Achtung, sie schwitzen. Well, ich soll nach Norden gehen. Wo findet der Norden? Kann die Smartwatch auch mehr? Achso, mit dem Mausrad kann man die durchschalten. Richtig smart. Das ist smart, take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not. Hast du den Poster hier gesehen? Ja, mit dem Bäumen meinst du? Und mit dem Jaguar oder was das ist. Ja. Ja, das ist nicht nur Schmusezoo hier. Nee. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Die hat einen schönen Fort gesucht. Am Rand des Dorfes. Just be careful, please. Vorsichtig. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. We'll be focusing on indexing new plant species. Klingt ja sehr gut bei dir. I saw a few new specimen around here. Kommst du noch hin? Schau dir das Korkblatt an. Ist das Korkblatt? Dart. Ein Dartbock? Dank des Ambo-Rituals ist die tödlichste Amphibien auf diesem Planeten für die Einheimischen absolut ungefährlich. Die amerikanischen Stämme entziehen einem lebendigen Frosch sein Gift und durchstechen die verbrannte Haut von Kindern mit kleinen Giftdrüsen, bis sie immun gegen das Gift sind. Boah, krass. Los. Oh, man kann auch Ahnung hauen. Ja, kann man sich kloppen. Schlange?
Aber Pflanzen heilen Bisse von giftigen Tieren ganz vorzüglich. Aber was heilen sie noch? Ich habe diese Pflanze auf der Nordseite des Lagers entdeckt. Wenn ich einen Felsen hochgeklettert bin, ein ganzes Beet davon entdeckt. Ah. Ui. Denn hier ein Tapir. Alle Gefahren für die Schönheit in den Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsmittel. Yabba Huaka. You know. Sagen wir jetzt alle drei Mal ganz schnell. Information aus Regenfall, den Geld ans andere. Ich stelle mal drauf. Hier lernt man ja noch richtig was. Wow. Mhm. Verschollene Stamm, das hier ist ihr Land, ihr Erbe, so wie schon seit tausenden von Jahren. Wer dir herkommt, muss das respektieren. Okay. Gib dich nach Norden. Wo war hier? Das Mausrad. Ah, das ist ja cool. Gut, also die sind besser ausgerüstet als die Bad Raft hier, die Leute. Mhm. Wie weiter nach Norden? Das merkst du schon. Das merke ich, ja. Ja, ja. Wenn ich angegriffen werde oder so. Oh, hier ist ein Seil. Rauf, rauf, immer schön das Seil rauf. Oh. Oh, fuck me. Kann er auch vom Seil gefallen? Mhm. Das ist ja doof, ne? I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just me, are you okay? I'm not sure. Hold on. Ach, 32, Mensch. Ging ja schnell. Was, 32? Ach, 32. Ach so. Auf deinen Körper. Halte C gedrückt, um das Navigationsrad zu finden. Wähle deinen Körper untersuchen. Oh, wo ist denn das? Suchen. Okay. Die Lupe. Kannst aber auch alles über Tab erreichen. Und ans ja. Ach da, ja. That's definitely not good. So, ah. Kann auch noch alle drehen extra. Mhm. Mhm. Okay, er hat sich noch ein bisschen am Arm verletzt. Rufe Mia an und mecker. It's alright. Boah, das ist laut. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Klingt bei der echt hieß. I can't say that I remember. Look. For Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Ich glaube, wir werden hier so richtig Probleme kriegen mit dem Spiel. Also, ich darf jetzt spielen. Echt? Mhm. Molinera Blätter brauche ich noch. Jetzt bin ich einfach aus dem Spiel rausgeflogen. Das ist auch nett. Mit maximaler Qualität. Hier steht, die beste Fettquelle sind Nüsse. Grünes Fett. Ach so. Gelb hat es recht mit Kohlenhydrate. Mhm. Rot ist Eiweiß. Und blaues Wasser. Ich muss jetzt Molinera-Blätter suchen, die keine Ahnung wo sind. Jetzt hat sie dir über die, glaube ich, die funkt dich an. Oder habt ihr schon gefunkt? Ja, ja, wir haben schon gefunkt. Ja, jetzt suchst du nach einer Pflanze, die glatte Blätter hat, ein bisschen höher wächst. Und da sind so gelbe Blüten mit dran und die haust du dann kleben. Okay. Gehen, da kann man hin. Und wenn man die gar nicht findet? Warte mal. Also ich bin von der Stelle aus, wo das Seil da kaputt gegangen ist, dann nach links gelaufen. Achso, siehst du. Ach, nach rechts gelaufen. Aber ja, nach rechts bin ich auch. Und du bist nach links gelaufen. Nee, ich bin nach rechts gelaufen. Bin so ein bisschen Richtung Lager gelaufen und dann einfach mal abgebogen. Was? Grünert? Du hast ja schon verlaufen.
Ja. Okay, wir werden durchs Tutorial kann nicht ich durchkommen. Dir auch nicht helfen. Ich hab's gerade abgeschlossen. Jetzt wird gelb. Gelb. Ja, das sieht gut aus. Machete, nochmal. Ah. Noch die Machete wieder. Machete, okay. Stellt einen Verband her. Machen wir. Feststellen. Hat er jetzt noch? Bitte deine Wunde. Ich möchte mal dazu aufrufen, dass die Decke wieder vernünftig machen bei den Plastikflaschen. Stell dir nicht. Jedmal reiß ich den Deckel ab. Ist doch scheiße. Muss man dran lassen. Und wie verbinde ich meine Wunden jetzt, wo ich das hab? Na, du guckst jetzt deinen Arm an. Wo war und das denn? Na, da an der Seite an der Lupe. Ab aufmachen, Lupe an der Seite rechts. Da schmeckt jetzt die Blätter auf. Meine Güte, ist ja kompliziert. Jetzt nimmst du einfach den Verband hier mal. Ist ja schlimmer als in echt. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Ja, ganz tolle Weh. Ja. Ich heule doch. Not much. Good. Way, hopefully way. It will heal fast. Ow. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Kuini! Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. So schön, that sounds dangerous, not in be careful. Fire, yeah. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Okay, und nun? Tag 32. Ist der letzte Tag? Please come in. Jake! Oh, sie heult. I need you here. Jake, please answer me. Wer hättet ihr gedacht, dass es schief wird? What happened? Mia, speak to me. Mich hat's überrascht. Mia. Ja, ja. What the hell's going on over there? Wir wissen noch gar nicht, wo sie ist, oder? Bin eine Mia. Wo ist denn die Welt laufen? War noch was essen vorher oder so? Ne. Nein. Meine Waffe habe ich ohne mehr? Lauf einfach aus Zelt raus. Und dann gebe ich den Tipp, setz die Kopfhörer ab. Ich hab's ja leise gestellt, glaube ich. Super Chris auch im Chat. Ich hab dich gerade abonniert und warum wird mich nicht angezeigt? Dauert manchmal. Okay. Fürs Abo. Hallo. Oh, sie lebt noch. Jake, what the hell is going on there? Oh, come on. Ja, warum geht nicht bei dir weiter? Respond this.
War da abgehauen mit dem Flieger? Meckerte selbst die Katze. Okay. Das war die Einführung, ne? Hm. Warum ging deine länger als meine? Ich hab das nicht mehr ab mit dem Flugzeug und so. Nicht, ne? Oder ich hab nicht hingeguckt. Das kann auch sein. Aber warum hat sie denn jetzt überlebt? Ich weiß das nicht. Klang doch, als wenn sie Probleme hat. Merkwürdig. Na gut, dann geht's jetzt los mit dem Mehrspieler. Endlich. Yeah. Nicht mehr alleine. Nicht mehr alleine. Glaub's nicht. Von einem Dschungel ausbalancierte Survival-Erfahrung für alle Spieler empfohlen. Dschungelkönig. Gegner sind wesentlich feindseliger und die Strafen für niedrige geistige Gesundheit fallen drastisch aus. Ich würde sagen, Spaziergang reicht. Meinst du? Ein ruhiger Modus ohne feindliche Angriffe. Du kannst dich immer. Was macht ein Tourist unten? Katze, mich hier Katze. Ja, Katze. Ja, wirklich wie im Dschungel wurde angefallen. Oh, nee. Spazieren, Raubtiere aus, ist ja auch langweilig. Ja, feindliche Stämme aus, Raubtiere aus, ein erster Verzug langsam. Macht denn der Tourist? Du bist unverwunden. Achso, hast du keinen Hunger und so. Nein, das wollen wir auch nicht. Dann machen wir willkommen im Dschungel. Denke. Willkommen im Dschungel. Willst du mir bei? Lade ich dich ein? Ja, weiß ich nicht. Da stand nur einladen. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier... Welcome to the jungle. Sichtbarkeit, Freunde. Spielmodus egal, Schwierigkeit egal. Prüfe jetzt hier im Tagebuch neuer Eintrag. Welchen? Lade ich dich ein? Katzen, hör doch mal auf mich zu kratzen. Was soll denn das? Fortsetzen, speichern. Guck mal, da hast du doch leerer Platz. Oder du stellst da um. Warte mal, jetzt guck ich mal. Jetzt habe ich dich ja. Euer Wurf nur einladen, da könnte ich nichts machen. Ja. Aha. Bin gar mal gespannt. War Chris beigetreten. Da tritt er einfach bei. Hübsch hier. Okay. Da ist er. Hallo. Hey, hallo. Guck mal, hier schon mal Bananen. Ah. Komm jetzt auf meiner Welt hier. Schnappt er sie gleich dir essen. Wir können. Drüben wachsen auch welche. Deswegen die Bananenbäume sollten wir vielleicht nicht unbedingt fällen, wenn wir welche in der Nähe haben. Auch eine Banane. Oh, ich glaube, es ist erstmal darum, dass wir uns einen schönen Platz suchen, wa? Ah, ich mach mal kurz das Walkie-Talkie an. Obwohl ich es hier schon schön finde. Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Das ist auch gerade ein Walkie-Talkie. Stand ja da, was ich machen soll. Achso. Redet dann quasi mit dir. Fuck. Sehen wir beide gleich aus? Weiß ich nicht. Du hast bei mir ein rotes Niki oder ein orangenes Niki an und eine kurze grüne Hose und bist dreckig und hast einen Bart und ein. Nee, ich sehe anders aus, sehe gerade. Okay. Gibt's Pilze? So, erstmal gleich alles mitnehmen, was hier auf dem Boden rumliegt. So, das heißt, ja, wir müssten uns erstmal irgendwo einen Unterschlupf bauen. Ja. Aber hier kommt eine große Schlucht, also. Richtig. Am besten irgendwo, wo es Wasser gibt. Am besten da, wo wir startet sind. Ich hab noch 71 Tagebucheinträge. 69. Was die machen? Platz Halter mehr im Rucksack. Für Seile?
Okay. Oh, hier ist eine Kokosnuss. Ja, die Kokos. So klaut. Suche Hilfe. Liane von Wacken. Einfacher Verband. Oh, neuer Tagebuch-Eintrag Schlitten. Vielleicht schneit's hier noch. Halluzinationen können wir auch kriegen. Jo. Ach, hier kann man rüberwandern. Oh mein Gott, ich hab dich schon verloren. Was denn? Ich bin hier rübergewandert. Wo bist denn du? Ich hab bloß im Tagebuch gelesen. Hallo? Hallo? Wir machen es wie bei Raft. Beweg dich einfach nicht. Okay. Fängt schon gut an. So, da bist du. Eine Benzodot möchte an der Schlucht abgeholt werden. Dreh dich mal um. Ja! Ah, oh, für mich? Hey. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können immer da hinten rüber gehen. Also rechts oder geradeaus ist auch ein Baumstamm. Ich hab einen Stock hiervon. Kann man hier runterfallen? Wenn, was soll schon passieren? Ja, das ist schon. Aber hier sieht es auch nicht schön aus. Die Frage, müssen wir uns durch den Dschungel schlagen, um irgendwann irgendwo rauszukommen? Oder müssen wir hier einfach nur... Mir gefällt es mir hier nicht. Ob andere Seite besser ist? Auf jeden Fall nicht so dicht, du. Der ganze Dschungel. Hast du da ein Wasser? Wenn wir hier unten Wasser haben, dann werdet ja schon. Aber dann müssen wir abkochen, ne? Was quietscht denn hier so, ja? Oh ja, genau. Hab ich schon ausprobiert. Das kann man nicht trinken. Hier so ein Gürteltier kann man auch töten. Quietscht das? Gürteltier? Hau uns den Gürtel raus. Oh mein Gott, hast du schon umgelegt? Gab's jetzt, hier, willst du haben? Ja, das kannst du, irgendwie kannst du das, Oh mein Gott, ist ja hart. Ne, das kann man denn töten, wenn man... Wir können es auch erstmal, kannst du auch nochmal rechtsklicken und dann kannst du das lösen. Kannst du das erstmal laufen lassen. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal einen schönen Platz finden. Hier ist Wasser. Das haut uns ab. Ich möchte hier keine Gürteltiere töten. Oh, ein so Frosch. Ich leck den so Frosch. Ja, nee, die Frösche nicht anfassen. Hatte ich auch schon gemacht. Die müssen wir töten, dann dürfen wir sie anfassen. Okay. Aber so eine Apfelschnecke kannst du zum Beispiel. Oder hier die Pilze. Eine Apfelschnecke? Die unbekannten. Hm. Wo ist Palmengold? Warum hab du Frosch nicht, dass ich versehentlich greife? Kokosnuss? Hier am Stein ist so eine Schnecke. Kokosnuss? Kokosnuss? Ja. Oh, hochlaufen, ja. Oder hochlaufen. Oh, ist das ein Bay? Oder hochlaufen. Ah, warte. Irgendwann leck ich so einen Frosch. Ich weiß nicht, wo war. Hier rechts jetzt nochmal rüber. Ja, der geht hier überall rüber. Also wir müssen jetzt erstmal irgendwie einen Platz finden, wo wir uns ein bisschen niederlassen wollen. Und dann anfangen können. Hier ist ein toter Papagei, nimm den mal mit. Mit der Kokosnuss in der Hand bestimmt mal eine Stufe. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen, wenn da ein toter Papagei ist. Ja. Der ist bestimmt ist denn hier. Ah, ein Tapir, oder? Oh. Oh, hier sind ja so viele. Hab ich mir einen Schreck ein. Ja, guck mal, hier wäre so eine Stelle. Das Wasser ist nicht weit weg. Hier haben wir ein bisschen Platz. Tipps-Tapire. So. Das ist ein Okapi. Oh, Smetterlinge. Hier sieht es auch so ein bisschen. Ist das schwierig, das geht ja. Ach, guck mal, hier ist das Lager. Was ich schon mal hatte. Dann nehmen wir doch hier einfach. Du hattest schon mal ein Lager. Hier haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. Hier sollten wir so hin, wie es aussieht. Ausschaut. Aussieht und ausschaut. Ist das hier das?
Ich möchte jetzt nicht Kannibalendorf sagen, aber... Guck mal, hier ist so ein kleines Knochenmesser. Das würde ich schon mal nehmen. Ist das bei dir dann auch noch da oder ist das weg? Nein. Das ist ein kleines Stock. Ist dann bei dir weg. Du kannst, wenn du in dein Tagebuch guckst, dann findest du auch einen Eintrag, wie man ein Speer herstellen kann. War nicht so schwer gewesen. Untersuche ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Ach so, hier unten. Noch ein Seil. Kleine Wand können wir bauen. Das stand Steinring. Ich zeig dir mal kurz hier, wie es hier aussieht. Komm mal mit. Papageiennest. Okay, das hier kenne ich noch nicht. Zeremonieschüssel. Mhm. Mal ein bisschen Bananas. Im Single, ach hier, und hier ist eine Falle. Ah, und ich höre die Spinne, die ist da schon drin. Mhm. Die nehme ich mal raus. Also eine Falle, die können wir immer wieder spannen. Und dann versammeln sich da kleine Tiere drin. Aha. So im Singleplayer immer eine Spinne rumgerannt. Also wenn du so komisch rascheln hörst, dann musst du vorsichtig sein. Echt, ja? Ja. Oh, wo war denn das jetzt hier mit dem Stock gewesen? Ich hoffe mal nicht, dass es gleich Nacht wird. Na, ist nicht schlimm. Doch, ich mag keine Dunkel. Wir müssen jetzt erstmal das ganze Lager hier durchsuchen. Ja, Stampel. Oh, ich fange an zu donnern. Geil. Anscheinend sind wir im Regenwald. Ah. Ja. Trockengestell. Ja. Hier im Baum um und dann. Anders Trockengestell. Guck ich mal, dass wir uns Speere herstellen können. Ich kehre mich mal schon in die Hängematte. Mach mal. Geht das mal gucken? Ach, tatsächlich. Einer von zwei Spielern schlafen. Na, wir brauchen auch noch eine zweite, oder? Ich hab hier nichts. Die Schild läuft nur beschleunigt ab, wenn alle Spieler schlafen. Hm. Und auch gar nicht schnell aufwachen, ne? Ach, jetzt geht's mir viel besser. Naja, während ich hier Holz sammle, da schläfst du. Ist gut. Ich dachte, darauf hatten wir uns verständigt. Okay. Holzscheiden. Machen Sie bei Raft. Okay. Du machst dich ums Essen und um alles andere. Ja, ja. Den Rest. Nee, wir tauschen heute hier. Ah, wie war das gewesen mit dem Speer? War das so ein langer Stock? Ah, genau. Guck mal, ich habe hier zwei lange Stöcke geholt. Komm mal her hier zu mir. Oh, was? Ja, hier. Ja. Den packst du jetzt in dein Crafting-Inventar rein. Nee, du sollst nicht nehmen, du sollst das Crafting-Ding öffnen. Ja. Dann packst du den darauf und dann steht da oben herstellen und da tust du dann... Was ist aus meiner Machete geworden? Ja, die war nur im Tutorial, die gibt's nicht mehr. Ach so. Ja, ja. Ist ja doof. Ja, spannend werden. Ein Speer. Gefährlich hier. So, habe ich schon hier noch Stöcke gesammelt? Dann würde ich mal schon mal gucken, dass wir hier ein Lagerfeuer machen. Oh, was hätte ich nie gemacht? Aha. Hier lag ein Rucksack. Oh. Am Ort plötzlich. Lambda 2. Mit dem Rucksack da wegnehmen, da wollte ich das Feuer machen. Zwei. Wie zu lesen? Das kannst du vorlesen. Wo müssen wir denn hin? Oder wo sind wir? Müssen wir irgendwo hin? Ja, vermutlich. Ein großer Fluss. Ich würde sagen, wir sind da, wo das Lager ist. Hier bei dem weißen Dingsbums? Oder ja. A2? Das hätte ich jetzt gedacht. Hat A2? Aha, hier ist irgendwie noch A2 auf der Karte. Haben wir die gleiche Karte? Nicht? Sag mal, sehe ich deine Karte hoch? Oh, stehst du aber vor der Karte. Mal drauf hier. Hast du deine Brille nicht bei? Na, guck mal zu mir. Wie man auf die Karte drauf guckt. Ah ja, und da ist A2, da unten rechts.
unten rechts. Ah. Wem ist die Karte da abgeschnitten? Ja, aber darüber steht doch ein Rot A2. Liegt doch von hier. Bin ich blind? Oder meinst du, sind wir da? Ach so, da. Das hätte ich gar nicht für voll genommen. Ich hätte ja doch da, wo das Dach ist. Ja. Dieses gelbe Dach, blau-weiße Dach eigentlich. Und dann ist A2 vielleicht unser ehemaliges Lager? Kann durchaus sein. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Ist aber auch noch nicht, wo wir hin wollen. Wo wir hin müssen, vor allem. Auch nicht. Das ist ein Dorf. Könntest du recht haben, ja. Wem gehört das alles? Ein Tagebuch. Überprüfe den Ort Lambda 2. Achso, dann ist das kein A2, sondern Lambda 2. Drei, sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Die Frage ist, wo sind wir? Das sind rote Früchte. Doch. Wir sollen irgendwelche psychedelischen Sachen hier machen. Ja, klar. Einfalle. So komische Geräusche. Wir haben ja hier so eine Zeremonieschüssel. Vielleicht ist die dafür. Mhm. Dann können wir da mal, dann würde ich da mal eine kleine Feuer drunter bauen. Wo war das gewesen? Lange. Wir machen kurz hier das Tagebuch an. Oh, ein Hängeregal. Ja. Billy-Regal. Stachelfalle. Zaun, Palisade, Tor. Anfangsplattform. Wo ist denn hier das Feuerding? Mann. Da bei dem. Rücken von oben oder so. Rücken von oben. Was ist denn? Noch alle Türen. Ach hier. Ach, der liegt da mir sehr vor. Auch noch mehr Stecker. Prüfe den Ort Lambda 2. Hm. Das sollen wir irgendwann machen. Du hast ja gesagt, wir müssen erstmal eine Zeremonie machen. Das stand da auch irgendwo, ja? Das stand, wir sehen nicht mehr. Irgendwo stand das. Ich habe einen Stein gefunden. Wo kommt der denn her? So, hier. Aus den Notizen. Ja, haben wir schon mal. Gedächtnis. Hilft Patienten mit Gedächtnisverlusten um Beisein eines Schamanen. Eins, entzünde ein Feuer unter einem zeremoniellen Kessel. Hm. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Das haben wir schon mal fast. Wann ist Eriopsis? Janstreifen, die an den dichtesten Dschungelbäumen wachsen. Mike mich um das Feuer und du um Anisteriopsis. Ja. Ja. So ähnlich. Schritt 3, sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Psychotriaviridis. Blätter und rote Früchte des Busches. Aha. Ja, hier, meine Güte. Dass ich Latein studiert habe, ja? Nicht? Eigentlich nicht? Okay. Wusste ich nicht, Entschuldigung. Ja, war cool, wenn, oder? Mhm. Ist irgendwie so eine Lineane. Ich wollte sagen. Und nicht der Deutsch in der dritten Klasse abgewählt hat? Nee. Das war jetzt in der vierten. So. Jetzt müssen wir noch irgendwelche Pflanzen. So, Stock und kleine. Ach, jetzt kann ich wieder ein Handbuch aus dem Stock herstellen und einen Kleestock. Vorhin braucht man ein Brett. Mal schauen, das geht nicht. Jetzt brauchen wir noch Zunder. Ja. Denn da ist ein. Oh, was Friendly Zunder. Fire gibt? Komm mal her. Mal was testen. Mhm. Die gleich mal Friendly Fire. Ich finde es schön, dass ich hier so einen Busch gegenhaue und Funken sprühen. Nur mit der Fäuste macht das ja klar. Nee, mit einem Knochenmesser. Ja. Lag im Lager so ein Knochenmesser. Ich würde sagen, warum hast du ein Knochenmesser und eben nicht? Weil nur eins da war. Naja. So, was brauchen wir noch für die Zeremonie? Feuer hast du? Nee. Habe ich gleich, ja. Dann brauchen wir noch. Verwendet. Blätter und rote Früchte des Busches. Okay. Was für Blätter? Die Linianen habe ich ja schon. Lianenstreifen, die an den dichtesten Dschungelbäumen wachsen. Busch. Aber fast wir verhungern und verdursten. Mhm. Aber so war der Plan, ne, eigentlich. Oh. Oh, Trier. War nicht Spiropsis, kann ich gar nicht aussprechen, Mann. es donnert schon wieder. Da durften wir schon, ich brauche nur noch oben gucken.
Sollte vielleicht nicht so weit von dir weggehen. Sind das Feuer dann Schritt 2 sammeln die Zutaten und wirf sie Lianstreifen, die an den Licht. Die Lianstreifen habe ich. Der lichtesten Dschungelbäume wachsen, ja. Blätter der und rote Früchte des Busches. Warnblatt auf. Wird es nicht hier irgendwo hinlegen, dass es Wasser sammelt oder so? Wirklich nicht. Lass mal einen roten Busch suchen. Ah. In der Hoffnung, dass wir da. Da darf ich wieder nicht sagen, nee, okay. Nee, brauchst du nicht. Na dann such mal deinen roten Busch. Oder machst ein Air-Rating. Achso. Alles spielt erforderlich. War ein Mysterious. Philips. Was da? Haben wir das nicht schon irgendwie? Wirklich nicht. Habe doch schon. Ich weiß nicht, ob du da jetzt. Oh ja, da hängt hier eine unbekannte Frucht. Nur gut, das sind Früchte. Früchte sind immer gut. Okay, kann man sein, oh. Von noch nicht. Und noch ein toter Papagei. Oh, und eine unbekannte Nuss. Ein Ersatzkasten. Ich stehe ab hier. Ich bin gleich wieder da, Jens, kleinen Moment. Ja, mach mal. In der Zeit sammle ich weiter. Und unterhalte die Leute, die nur sehen, wie du in Leere starrst. Aber während der Wert des Hör weg muss, werde ich einfach weiter sammeln und suchen. Ich weiß ja nicht, ob irgendwer im Chat ist, der das Spiel schon mal gespielt hat und sonst den Einstieg ein bisschen erleichtern kann mit Tipps. Achso, ihr hört mich ja nicht. Jetzt hört er mich, oder? Hört er mich? Guck mal, geht Friendly Fire? Warte. Nein, warte doch. Ich hab dich doch schon gehauen. Wenn es passiert ist, dann... Ich dachte, ich hab schon die Bananendinger, aber hatte ich da noch nicht. Was ist denn hier für eine schöne Pflanze? Die doch. Guten Abend, Hoffnungsvoller. Hallo. Hallo. Lianstreifen, die an den dichtesten Dschungelbäumen wachsen. Ach, die doch. Arschen. Nicht mehr viel. Warum hing das mit meinem Wasser? Den kenne ich. Worum geht das Spiel? Wir sind im Dschungel. Wir waren eigentlich mit unserer Frau auf so einer Expedition und die wollte irgendwelche Eingeborenen, Bohrenden erforschen und ja. Plötzlich hat sie uns angerufen, verheult und dann waren wir auf dem Weg und dann wurden wir angegriffen und jetzt sind wir allein. Wir wissen nicht, was aus ihr geworden ist. Wir wissen nur, dass wir gleich verhungern werden. Denk mal, eine Unbekannte. Du hast eine Banane gesammelt. Hinter unserem Lager sind auch noch Bananen. Richtig, Bananen haben wir noch. Ich verstehe nicht, wo diese Dings sein soll. Ich wundere noch nicht. Wachsen an den dichtesten. Das ist doch die Liliane. Was sind Lilianen, was anders? Ich hab schon mal Heilblätter. Jetzt ist es dunkel und ich sehe auch nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich hier noch jetzt eine rote Pflanze finden soll. Aber der hat doch gesagt, wir sollen... Ne, die Dinger sind Fibus für Seile. Ja, und Superchris ist auch wieder dabei. Ganz genau. Der hier nicht alleine im Dschungel. Oder Angst. Gezwungen. Hm? Ungezwungen, genau. Er ist ganz freiwillig hier. Ich ab und zu mal Hilfe schreie, ist das ernst gemeint? Mhm. Guck mal, das sind ja Affen. Und wo? Rippe und Affenköpfe so. Und. Oh, ich hab einen Egel irgendwo am Körper. Hat er den an die Saast oder was? Den mal sehen, ja. Da ist er schon. Wo sind mehrere? Hab's abgemacht.
Die sind ja überall. Jetzt aber nicht, ob ich die jetzt habe irgendwo. Und das ist ziemlich krass. Hallo Don Curious. Das Game, viel Tipps kann ich nicht geben, haben es leider auch noch angezockt. Knochennadeln sind wichtig. Okay, Knochennadeln. Wir noch gar nicht. Also wir sind jetzt noch mitten am Anfang. Also ich weiß, es gibt doch Rochen, die kann man klein machen. Da kriegst du Fleisch und auch so den euren Stachel. Den kannst du dann bestimmt auch für Waffen irgendwie nutzen. Aber okay. So weit hatte ich nicht gespielt. Kann das sein, dass das Feuer bald auch groß ist? Wir sollen jetzt hier irgendwie... Hier gibt's leuchtende Pilze. Werde ich mal kosten, die schmecken bestimmt gut. Wir sollen jetzt hier irgendwie so einen Drogentrank mischen. Aber wir finden die Zutaten dafür nicht. Weil es dunkel ist. Weil es dunkel ist, genau. Und leider haben wir auch nur ein Bett, deswegen... Schläfst du jetzt? Kann ich mich mit dazulegen? Nee. In Verwendung, na toll. Nein. Könnten so schön Löffelchen liegen in der Hängematte. Was denn? Warum können wir nicht irgendein Spiel spielen, wo man nicht schlafen muss? Spiele gibt's nicht. Aber das reicht schon ganz gut. Also du kannst ja rinlegen, dann geht die Gesundheit schon mal wieder hoch. Ja, aber die Zeit geht ja nicht schneller, ne? Ja, das ist ja erstmal nicht so schlimm. Ah, ein Nickerchen hier. Schön. Ah. Bananenblatt herstellen. Zumal es erst 20 Uhr, ne? Also, Wenn man Würmer unter der Haut hat, kann man die mit der Nadel rausholen. Ja. Ah. Das hätte ich mir schon mal gewünscht. O Pedro ruft Dr. Brockner. Das ist wichtig, wenn der Geist in Verfassung. Ah, okay. Dafür ist das. Und so Halluzinationen sind die denn hier? Krass, ist das so richtig? Man sagt, wow, oder? F ist die Uhr, ne? Aber trinken wäre auch mal super irgendwie. Ja, er trinken. Erst trinken? er trinken. Also wir sind hier noch ziemlich lost. Also du kannst ja erstmal, wir müssten dann eben gucken, dass wir vielleicht noch irgendwas haben, was uns ein bisschen die Parasiten heilt. Man kann ja das Flusswasser trinken. Wäre erstmal nicht das Problem. Zum Glück kann das nicht passiert. Und das schon wieder. Ah, können wir ein Gefäß herstellen, dass wir das irgendwie... Muss man im Tagebuch nachgucken. Ja, ich hab das nur mal kurz so ein bisschen, dass man überhaupt so die gängigsten Sachen erstmal hat. Nicht komplett doof dasteht. Ein Halter für Seile, das ist bestimmt super wichtig zum Anfang. Auch mir die dann kann man sie für irgendwelche komischen... Oh, hier. Nee, ich glaube, das ist nicht die richtige Pflanze. Echt? Einen Schlitten können wir auch herstellen. Ja, hab ich ja gesagt, das ist bestimmt noch Schnee. Ah. Unbekannte Zwiebel. Man hört den Stimmen und die Ureinwohner greifen an, wenn man nicht so von der geistigen Verfassung mehr. Ah, okay. Kommen die nur denn oder kommen die auch irgendwann? Das wird ja immer besser. Ich will wieder aufs Floß. Ein Blätterbett könnten wir mal bauen. Könnten wir beide mal zusammen schlafen. Also getrennt, aber gleichzeitig. Na mach doch, ich hab dir ja noch Blätter. Du musst nur... Achso, du hast kein Messer, nicht, um das abzuhauen. Die Kappe... Ich hab verlaufen. So, wo bin ich denn gerade? Ich hab mich auch verloren. Wir bauen jetzt hier erstmal ein Bett. Muss ja aber so groß ist ja der Dschungel nicht. Geh einfach mit dem Wasser irgendwas anfangen, ne? Also Essen soll nicht das Problem sein. Ich habe schon ein paar Sachen gefunden, ist aber alles unbekannt. Erinnert mich rein vom Crafting so ein bisschen an Forest, ne? Palmblätter. Na guck mal, die Palmblätter sind ja die, weiß ich nicht, Forest halt nie so richtig gespielt, also eigentlich nie gespielt. Fällt mir gerade so ein. Nur hier sehen. Aber Palmblatt müssten hier sein von den Büschen, wo auch die trockenen Dinger ja. Ja schön, ich habe aber kein Messer und mit meinem Speer kann ich überhaupt nicht. Ja, ich mache ja gerade schon. Ja, ich mache ja gerade schon. Wo bist denn du? Na, hier neben dir. Seh ich gar nicht. Ach, da hinten. Hier ist mein Bettchen, da, neben der Hängematte. Dem kann echt die Hölle sein. Die Ureinwohner laufen auch rum. Cool.
Das waren jetzt 5, da fehlen noch 5. Dann bleib doch mal ruhig. Du hättest ja mitkommen können, hättest du mitsammeln können. Laufen aber mehr in ihrem Dorf rum. Ah, okay. Ich will noch schön in ihrem Dorf bleiben. Also, ja. Das... Okay. Ich glaube, wenn wir uns erstmal hier so essen und trinken versorgen können, das ist schon mal Anfang. Ich hab den Baum verloren, den ich abgehauen habe. Hier. Ja, der war nicht. Nee, hier ist wieder eine unbekannte Frucht. Der war doch mal die unbekannte nicht. Frucht. Kein Platz mehr. Hier. Oh, hab mit Platz. Was hat mir eine Platte geklaut? Liegen noch welche. Du kannst ja die was? Normalen einsammeln, ich mach die trockenen wegen Feuer machen. Achso. Aber jetzt ist hier auch selber kein Trocken mit mir. Wirklich, wie so Forest. Sind ja auch in einem Forest. Nein, das ist Dschungel. Ah, ich hab schon wieder einen Egel. Verwendung. Schon? Los, das letzte kriegst du auch noch hin, dass wir in die pennen können. Ja. Gut, dann kannst voll. Du meinen Körper noch von Egeln befreien? Kannst du ja wohl selber machen. Nein, kann ich deine Egel bitte. Sehen? Ah, guck mal, kann ich wirklich. Ja. Wahnsinn, glaube ich. Habe ich noch irgendwo einen Egel? Nein. Ich bin thirsty. Aber bin oh. Ich schon thirsty 5. Bin sie hier, thirsty 5, oh. Thirsty 5. Aber wir bräuchten auch irgendwas, um das Regenwasser aufzufangen, das wäre noch cool. Ja, wir müssen mal gucken an das Crafting-Buch. Die Spornpunkt. Visier. Ach, unsere erste Nacht. Schön. Ja,